Herr Vandela, Grüße nach Berlin. Grüße zurück. Morgen wird es spannend. Das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden steht an. Warum ist gerade die erste Debatte so wichtig? Ja gut, das ist das erste Mal, dass wirklich die komplette amerikanische Öffentlichkeit sich auf diesen Wahlkampf einlässt. Wir dürfen ja nicht vergessen, die letzten Monate waren geprägt von Corona. Die Leute haben ihr eigenes Leben jetzt plötzlich in diesen letzten, ja gut, 30 Tagen vor der Wahl, fangen wirklich an, alle hinzuschauen. Und vor allem 2016 bei der Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, da gab es Rekordeinschaltzahlen in allen Netzwerken. Da haben mehr als 60 Millionen Leute zugeschaut und ich gehe davon aus, dass es diesmal ähnlich hoch sein wird, dass auch wieder dort Millionen und Millionen von Amerikanern nicht nur abends auf CNN, Fox News, ABC und so weiter zuschauen werden, sondern vor allem eben auch noch in den Tagen danach die ganzen Social Media Clips, die auch immer wieder mit rüberkommen. Insofern, beide brauchen hier wirklich eine starke Performance. Jetzt waren Sie ja selbst in zwei US-Wahlkämpfen 2008 und 2012 auf Seiten der Demokraten für Barack Obama aktiv. Wie war da jeweils die Stimmung rund um das erste TV-Duell? Und wie hat dieses erste Duell dann möglicherweise auch den weiteren Verlauf des Wahlkampfes beeinflusst? Ja, na gut, ich meine, 2008 damals, Obama war der Herausforderer, damals ging es gegen John McCain. Beide hatten gerade den kompletten Vorwahlkampf auch hinter sich. Und man darf ja nicht vergessen, ich glaube, in dieser 2008er-Kampagne damals waren es, ich meine, fast 30 Debatten während des Vorwahlkampfs. Das heißt, Obama stand de facto jede Woche auf der Bühne und war insofern wirklich auch in der Übung. Und ich glaube, das könnte vielleicht ein Vorteil für Joe Biden sein, der schlussendlich auch gegen all die Demokraten sich im Frühjahr auch immer wieder auf diese Bühne begeben musste. Zuletzt auch im 1:1-Duell gegen Bernie Sanders auf die Bühne musste. Während Donald Trump die letzten 4 Jahre schlussendlich einfach mehr oder weniger durchregiert hat und nie in dieser Debattensituation war. Man darf ja auch nicht vergessen, so, wenn man der Präsident der Vereinigten Staaten ist, es ist ja nicht so, als ob ständig jemand ins Oval Office reinkommt und einem erzählt, was für einen unmöglichen Job man die letzten 4 Jahre gemacht hat. Insofern, das könnte echt eine neue Situation sein für Donald Trump, dass er plötzlich innerhalb von 2-3 Metern auch physischem Raum plötzlich echt Kontra bekommt. Insofern, wir werden sehen, ob da der Herausforderer in Joe Biden vielleicht einen kleinen Vorteil hat. Jetzt gab es ja am Wochenende relativ brisante Steuererklärungen der New York Times, die zeigen, dass Trump als Geschäftsmann zuletzt eher erfolglos war und dass er dafür ein relativ perfektes System der Steuervermeidung installiert hat. Wird ihm das nachhaltig bei den Wählern schaden? Also, erstmal muss man festhalten, Donald Trump hat einen enormen Vorteil, was die wirtschaftliche Kompetenzzusprache geht. Wenn wir da in die Umfragen reinschauen, jeder kann selber nochmal auf Real Clear Politics schauen. Das ist einer der wunderbaren Aggregatoren, was sämtliche Umfragewerte betrifft. Da sieht man relativ gut, dass Donald Trump weiterhin vor Joe Biden mit etwa 4 Punkten Kompetenzzuspruch legt. Wenn wir jetzt in die wirklich wichtigen Bundesstaaten reingehen, Florida, Pennsylvania, aber vor allem auch Wisconsin. Da sehen wir, dass im Moment, gerade in dem wahrscheinlich einem der wahlentscheidenden Bundesstaaten Wisconsin, Donald Trump noch einen Vorsprung von 48-41% hat, was die wirkliche wirtschaftliche Kompetenzzuschreibung betrifft. Insofern, diese ganze Geschichte von der New York Times, und wir werden in den nächsten Tagen bestimmt noch mehr erfahren, was da wirklich alles dran ist, aber diese Geschichte könnte natürlich einen maßgeblichen Teil von dem Hauptargument von Trump untergraben, der natürlich gesagt hat, schaut her, in diesen 4 Jahren, die ich Präsident war, habe ich zumindest prä-Corona die Wirtschaft auf Allzeithochstände hochgeholt. Die Arbeitslosenzahlen waren so niedrig wie noch nie zuvor in der Geschichte. Insofern macht das schon ein bisschen die Delle ins Argument, wenn er plötzlich nicht mehr der unfassbar tolle Geschäftsmann ist, so wie er sich zumindest in den letzten Jahrzehnten immer positioniert hat. Zumal man ja schon den Eindruck hat, dass die Unterstützung für Trump gerade in der Mittelschicht, in den Vorstädten, gerade ein bisschen schwindet oder täuscht. Na gut, das eine sind die Umfragewerte. Das zweite ist natürlich auch immer so, wer ist es wirklich, wer am Wahltag selber wählen geht? So. Und ich glaube, da müssen wir schon auch ein bisschen vorsichtig sein, wie viel wir da reininterpretieren. Im Moment, wie gesagt, sehen wir die Umfragewerte, die Biden weiterhin klar vor Donald Trump sehen. Wenn wir in die einzelnen Bundesstaaten, wie eben gerade auch schon in Wisconsin reingehen, in Florida, in Pennsylvania, da ist das Rennen deutlich, deutlich enger beieinander. Da sind es, wie gesagt,
teilweise auch nur Margin of Error, also im Endeffekt so diese ein, zwei Punkte, die auch immer die Fehler in den Umfragewerten sein können, die zwei Kandidaten auseinanderlegen. Insofern, ich würde davon ausgehen, dass im Moment bisher, bis zu diesem Zeitpunkt, mehr oder weniger alles vorgeplänkelt war in diesem Wahlkampf. Ich will es nicht komplett abtun, aber jetzt geht es erst richtig los in diesen verbleibenden 30 Tagen mit dieser Debatte, wo so viele Amerikaner zuschauen wie noch nie zuvor. Jetzt treffen die zum erstmal auch wirklich aufeinander und ich gehe davon aus, dass das Rennen nochmal deutlich knapper wird, als im Moment ist. Um mal von Trump zu Biden zu wechseln, jetzt hat der Spiegel am Wochenende die Frage aufgeworfen, ob Joe Biden möglicherweise zu schwach sei, um Trump zu schlagen, weil er sich auch immer wieder gewisse Aussetzer leiste. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Ja, das mit den Aussetzern ist eine ganz interessante Frage und ich will jetzt nicht irgendwie die Psyche von Joe Biden analysieren. Ich habe mit ihm 2012, habe ich ihn in Ohio begleitet während des Wahlkampfs. Da war Joe Biden wirklich ein laserscharfer Kandidat, der unheimlich effektiv zu den Veranstaltungen hingegangen ist und natürlich auch dort Wahlkampf vor Ort gemacht hat. Also ich glaube aber, es gibt einen anderen Punkt und das nennt sich das sogenannte Expectation Game. Also im Endeffekt das Erwartungsspiel, so wie beide Kandidaten sich vor diesem Präsidentschaftswahlkampf positionieren. Und das ist der älteste Trick in der Politik im Endeffekt, dass man sagt, man versucht die Erwartung an sich selber massiv runterzuschrauben und an den Gegenkandidaten eigentlich nach oben zu setzen. So. Jetzt hat Trump aber eigentlich komplett umgekehrt gemacht und hat gesagt, meine Güte, Sleepy Joe Biden, der Typ ist senil, er hat sie irgendwie nicht mehr alle, so er kann keinen Satz gerade ausreden und hat damit die Erwartung natürlich an Joe Biden so weit gesenkt, dass wenn Joe Biden es schlussendlich schafft, auch nur zu seinem Debattenpult zu laufen, ohne irgendwie von der Bühne zu fallen, dann hat er ja schon fast die Erwartungen, die Trump an ihn gestellt hat, übertroffen. Insofern weiß ich nicht, was da die genaue Strategie dahinter war. Aber nochmal, auf so einer Bühne kann echt viel passieren. Und es gibt in fast jeder Debatte so ein, zwei Momente, die sich wirklich kollektiv dann auch in die öffentliche Wahrnehmung reinbrennen. Und es ist nicht nur der Abend selber, sondern vor allem eben auch die 48 Stunden, die danach die ausschlaggebend sind, ob so eine Debatte wirklich auch einen Vorteil für einen Kandidaten ausmacht oder eben auch nicht. Insofern, da bin ich gespannt, was sind so die ein, zwei Momente, die dann auf Social Media, auf Twitter, auf Facebook immer und immer und immer wieder gespielt werden, vor allem eben auch in den klassischen TV-Sendern und somit dann auch die Reichweite erbringt, die sich beide Kandidaten natürlich auch erhoffen. Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben beiden persönlich kennengelernt. Was ist das für ein Typ? Was können Sie uns über ihn sagen? Ja, Joe Biden hat ein Lebenswerk in der Politik vollbracht, war knapp 50 Jahre in Washington, Kandidat aus Delaware, Katholik, jemand, der von unfassbaren Schicksalsschlägen in seinem Leben verfolgt wurde, nicht nur schon in seinem ganz frühen Leben, als seine Frau einen schweren Autounfall hatte, verstorben ist, aber dann eben auch später sein Sohn Bo, der an Krebs gestorben ist. Insofern, es ist ein Leben voller Schicksal und ich glaube, das gibt ihm natürlich auch im Moment die Möglichkeit, gerade auch in dieser Corona-Pandemie, sowohl was natürlich die gesundheitlichen Aspekte angeht, aber auch die wirtschaftlichen Aspekte, wo so viele Menschen doch so viel verloren haben, dass er sich auch wirklich in die reinversetzen kann und auch zeigen kann, ich verstehe euer Leid und ich als Präsident versuche das auch zu adressieren. Der andere Punkt, und wie gesagt, wir wollen ja hier auch die krude politische Analyse machen, ist natürlich schon, dass wir auch in den letzten Monaten des Wahlkampfs gesehen haben, dass Joe Biden auch alt geworden ist und dass er nicht mehr der junge, dynamische Kandidat ist, den wir noch in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Und ich glaube, gerade jetzt, in diesem Moment, sucht Amerika natürlich auch den Kandidaten, der die Vitalität hat, um dieses Land eben auch aus dieser schweren Krise wieder rauszuführen. Und ich glaube, das wird auch genau Donald Trumps Argument während dieser Debatte sein. Wollt ihr mich, der die beste Wirtschaft aller Zeiten gebaut hat, auch darüber kann man natürlich streiten, aber das ist sein Argument auf jeden Fall, das er macht. Wollt ihr mich, der die beste Wirtschaft aller Zeiten gebaut hat, soll ich uns da auch wieder rausführen? Oder, und das wird Donald Trump sagen, wollt ihr Sleepy Joe Biden, der im Endeffekt immer nur zur Vorsicht gemahnt hat, der sich die letzten Monate im Endeffekt im Keller versteckt hat, der hier nur mit Maske rumläuft, glaubt ihr wirklich, dass der in der Lage sein wird? Das wird der Choice sein. Das Referendum, das versucht, Trump von sich abzuwenden und hin zu einem Choice zu formatieren, worum es in dieser Debatte und vor allem auch in diesen letzten 30 Tagen vom Wahlkampf gehen soll. Letzte Frage, was erwarten Sie denn jetzt von der morgigen Debatte? Wird das eher noch ein vorsichtiges Abtasten oder schon ein heftiger Schlag drauf? Ich würde das Popcorn
ab Minute 1 bereithalten. Ich glaube, das geht von Minute 1 richtig los. Mal schauen, welcher Joe Biden kommt. Mal schauen, welcher Donald Trump kommt und wie stark sie dann wirklich auch aufeinander eingehen. Aber ich glaube, man muss nur einmal nochmal zurückgehen, 2016 und sich die Debatten zwischen Donald Trump und Hillary Clinton anschauen, wo wirklich auch die Fäuste geflogen sind. Ich erinnere an Nasty Woman. Ich erinnere daran, wie Donald Trump im Endeffekt auch Hillary Clinton physisch auf der Debattenbühne hinterhergelaufen ist. Ja, dementsprechend, ich glaube, dass hier wirklich viel los wird, dass die Familie mit reingezogen wird, dass über Korruption gesprochen wird, über all diese Aspekte. Und schlussendlich wird Donald Trump immer wieder das Argument machen, ich bin der Kandidat der Wirtschaft, ich kann uns wieder hier auf die gute Spur führen und die Wirtschaft wieder zum Wachstum bringen. Und Joe Biden wird natürlich über das Missmanagement von der Corona-Pandemie sprechen. Prima, wir sind gespannt, wie es morgen läuft. Herr van der Laan, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke Ihnen für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Auf bald.